Jahrelang war Halbleitermangel. Jetzt ist der Sektor aber plötzlich in einer Krise und die meisten Chip-Aktien sind stark gefallen. Ist das eine Chance? Hier gibt es heute ein Update zu Taiwan Semiconductor, dem weltgrößten Auftragschip-Hersteller, dann zu Samsung Electronics, dem weltgrößten Speicherchip-Hersteller, und wir werfen auch noch einen Blick auf Semiconductor Manufacturing International, den Herausforderer aus China. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Unaufhaltsam schreitet der Fortschritt voran. Inzwischen gibt es Fahrradschlösser, die Sie per App öffnen können. Allerdings nur noch per App. Dafür können Sie dann aber Ihr Fahrrad auch live tracken, wie es den ganzen Tag in der Garage steht. Und Sie können den dadurch nicht entstandenen Kalorienverbrauch außerdem mit Ihrem Fitness-Tracker auch gleich teilen in den sozialen Medien. Und der Fitness-Tracker sagt Ihnen natürlich auch ständig, dass Sie sich mehr bewegen sollten, worauf Sie jetzt selber gar nicht gekommen wären. Aber immerhin, wenn Sie eines Tages darum dann tot umfallen, weil Sie sich nie bewegen, dann weiß Ihr Tracking-Anbieter das ein halbes Jahr vor Ihnen. Also, wenn Sie plötzlich ständig solche Werbung hier angezeigt kriegen, dann nehmen Sie das nicht auf die leichte Schulter. Erst zeigen Sie uns natürlich jahrelang Pizzadienstwerbung und Eiersalatrezepte und dann kommt plötzlich sowas. Aber es hat schon alles seinen Grund. Letzten Endes will uns ja das Internet nur ausplündern erst und anschließend töten. Aber ich will natürlich auch was anderes raus. Es werden immer mehr Lebensbereiche natürlich erfasst von der Digitalisierung und die Datenproduktion und auch der Datenkonsum, das steigt ja immens und alles wird vernetzt mit allem. Und dann haben wir ja auch noch so Dinge wie Robotik und das Metaversum und Internet der Dinge und künstliche Intelligenz und autonomes Fahren und so weiter. Für alles braucht man immer mehr Rechenleistung und man braucht immer mehr und immer bessere Halbleiter auch. Soll heißen, der Halbleitermarkt ist eindeutig ein Wachstumsmarkt. Auf der anderen Seite, gerade dieser Markt ist eben auch ein zyklischer Markt. Also bis vor kurzem eben Halbleitermangel auf breiter Front, in manchen Teilbereichen ja immer noch, aber es sind neue Produktionskapazitäten hochgezogen worden. Dann haben die Käufer natürlich auch Halbleiter gehortet, sie haben Lagerbestände aufgebaut, die sie jetzt erst wieder abbauen müssen und das fällt jetzt noch zusammen wahrscheinlich mit einer schwächeren globalen Konjunktur. Das heißt, die Branche ist eigentlich schon wieder in der Krise und die Halbleiteraktien sind auch stark gefallen. Und außerdem, der Wettbewerbsdruck ist auch sehr hart. Die Richtlinie in der Branche ist immer noch das Mooresche Gesetz, dass sich also die Zahl der Transistoren auf einem Chip und damit auch die Leistung mindestens alle 2 Jahre verdoppeln soll. Und bis jetzt war es auch mehr oder weniger so. Es heißt dann aber eben auch, ein wahnsinniger Druck auf die Produzenten und unabhängig davon, wer jetzt die besten Halbleiter hat, die meisten Anbieter, so wie Qualcomm, Broadcom, Nvidia oder AMD, das sind ja eigentlich keine Chip-Produzenten, sondern es sind allenfalls Chip-Entwickler und Chip-Verkäufer. Die produzieren die ja nicht selbst, genauso wenig wie Apple oder Sony das machen. Weil Chip-Produktion ist heutzutage unglaublich teuer und man muss unglaublich viel investieren in das Ganze und das Geschäft schwankt auch stark. Und darum wollen die das nicht mehr selber machen und sie können es auch selber gar nicht mehr. Sondern sie haben das ausgelagert an die sogenannten Foundries, die Chip-Gießereien, die Auftragsproduzenten. Und dadurch haben wir aber eben die Situation auch, dass ein großer Teil der globalen Chipproduktion abhängt von nur noch ein paar wenigen Unternehmen, die das noch können. Und die meisten davon sind aus Asien. Hier ist eine Übersicht von TrendForce über die Marktanteile von diesen Foundries. Das ist noch der Stand vom zweiten Quartal 2022. Der mit Abstand führende Hersteller ist Taiwan Semiconductor Manufacturing mit 53% Marktanteil, mehr als alle anderen zusammen.
Auf Platz 2 Samsung mit 16,5%, dann United Microelectronics und Global Foundries und auf Platz 5 der neue Herausforderer aus China, Semiconductor Manufacturing International und auf Platz 6 dann Huahong, auch aus China. Und apropos China, ganz kurz noch zur Erinnerung, Sie kriegen ja morgen auch von uns einen neuen Zukunftsmärkte-Report, wo es um was völlig anderes dann geht, nämlich um den chinesischen Textilsektor. Für Halbleiter interessieren sich wahrscheinlich sehr viele Anleger, für Textilaktien vermutlich schon deutlich weniger. Die sind ja fast schon ein bisschen vergessen worden. Es gibt aber auch da starke Unternehmen und dadurch, dass sich China jetzt ja erholt offensichtlich und dass der chinesische Renminbi ja auch zum Dollar gefallen ist, dadurch sind die Textilaktien im Moment wahrscheinlich auch nicht uninteressant. Und die Reports von uns, die sind gratis, jeder kann sie lesen. Und falls Sie sie noch nicht kriegen, Sie können sich einfach dafür eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist auch nochmal hier unter dem Beitrag. Taiwan Semiconductor, der Foundry-Gigant, ohne den weltweit so gut wie nichts mehr geht. Der 5-Jahres-Chart hier in Euro von TradingView. Die Aktie ist wie viele solche Aktien hochgeschnellt in der Corona-Krise, weil da war ja auch Halbleiterboom. Dann hat sie letztes Jahr aber deutlich korrigiert und ist vom Hoch Anfang letztes Jahr, das auch das Allzeithoch war, zwischenzeitlich, ja, sie hat sich halbiert zwischenzeitlich. Jetzt haben wir die letzten Monate wieder eine Stabilisierung gehabt. Und zwischenzeitlich ist übrigens auch Warren Buffett eingestiegen, beziehungsweise Berkshire Hathaway mit 4 Milliarden Dollar. Wie ist es Taiwan Semiconductor gegangen in diesem Branchenabschwung? Eigentlich immer noch sehr gut. Auch im 4. Quartal ist der Umsatz nochmal um 27% gestiegen und der Nettogewinn ist sogar gestiegen um 78%. Und die Bruttomarge auf 62%, das war ein neuer Rekord und die Nettogewinnmarge war bei 47%. Also da bleibt schon ordentlich was hängen. Der Wermutstropfen. Man wird dieses Jahr eben den Abschwung doch spüren. Also Taiwan Semiconductor rechnet damit, dass der Umsatz jetzt im ersten Halbjahr zurückgehen wird, bevor er sich im zweiten Halbjahr dann wieder fangen soll, sodass man vielleicht dieses Jahr nochmal so aufs gleiche Niveau kommt wie letztes Jahr. Es wäre aber der erste Umsatzrückgang seit 4 Jahren. Es könnte natürlich noch schlimmer sein und dadurch, dass die Aktie jetzt auch zurückgekommen ist, dadurch haben wir auch nur noch auf den Gewinn vom letzten Jahr ein KGV von 12,8. Also warum stürzen sich die Anleger nicht alle auf diese Aktie? Ein weiteres Problem ist, Taiwan Semiconductor muss seinen Technologievorsprung ja auch verteidigen. Das kostet viel Geld. Sie werden dieses Jahr wieder 32 bis 36 Milliarden Dollar investieren. Das ist mehr oder weniger der letzte Jahresgewinn. Der war bei 34 Milliarden Dollar. Und das Wichtigste dabei ist der Ausbau der 5-Nanometer-Technologie. Und die Produktion der Zukunft, das wird dann die 3-Nanometer-Technologie sein. Das sind dann auf dem Chip zwischen den Komponenten wirklich nur noch ein paar Atome Abstand. Und für die nicht so leistungsfähigen Chips, für die gibt es schon auch noch einen Markt. Das sieht man hier, die Umsatzanteile im letzten Jahr. Aber über 50% vom Umsatz, das waren eben doch schon 7-Nanometer- und 5-Nanometer-Technologie. Da spielt einfach die Musik in Zukunft. Und die nächste große Herausforderung, das sind die 2 neuen Werke in den USA. Die kosten bis 2026 insgesamt 40 Milliarden Dollar. Die USA wollen ja Halbleiterproduktion wieder zurück ins Land holen und da arbeiten die einerseits mit hohen Subventionen und andererseits, was China betrifft, auch mit scharfen Sanktionen. Und der CEO Morris Chang, der hat zwar gesagt, man wird in den USA nicht so günstig produzieren können wie in Taiwan. Und überhaupt, wenn man günstig produzieren will, dann sollte man eigentlich die Produktion konzentrieren auf wenige Werke und nicht verteilen über die halbe Welt. Aber was will man machen? Die Globalisierung sei ebenso gut wie tot.
Samsung Electronics, der Herausforderer im Foundry-Bereich, die wollen es genauso machen. Die bauen auch für 17 Milliarden Dollar ein Halbleiterwerk in Texas jetzt. Das sind die ADRs hier auf die Vorzugsaktie in Euro. Der Kursverlauf ist eigentlich ähnlich, nur dass da das Hoch schon Anfang 2021 war. Samsung produziert nicht nur Halbleiter, sondern natürlich auch ist es einer der größten Smartphone-Hersteller, einer der größten Hersteller von Displays, von Fernsehern und so weiter. Das ist alles gerade in einem zyklischen Abschwung. Darum ist der operative Gewinn im vierten Quartal auch um 69% eingebrochen. Das schlechteste Quartal seit 8 Jahren. Es lief also auch deutlich schlechter als bei Taiwan Semiconductor. Der Hauptgrund war aber die Chipsparte. Samsung ist nur am Rande ein Auftragsproduzent. Hauptsächlich machen sie ihre eigenen Chips. Sie sind der Weltmarktführer bei DRAM und bei NAND-Speicherchips. Das ist eigentlich Massenware. Aber es ist eben auch ein riesiger Markt und Samsung ist da unglaublich effizient und kostengünstig. Das hilft denen im Moment nur leider nicht so viel, weil die Preise stark gefallen sind. Und sie werden aber trotzdem ihre Produktion weiter steigern, wieder mal, um die Konkurrenz da an die Wand zu drücken. Auch wenn es kurzfristig den eigenen Gewinn belastet. Und in der Auftragsfertigung, da werden sie die Investitionen aber senken dieses Jahr wahrscheinlich auf ungefähr 9,7 Milliarden Dollar, also weniger als 30% von dem, was Taiwan Semiconductor investiert. Und das wiederum heißt, sie werden die Führungsposition von Taiwan Semiconductor im Foundry-Bereich die nächsten Jahre wahrscheinlich nicht ernsthaft gefährden. Und ich habe ja schon ein paar Videos gemacht zu Samsung Electronics. Darum nur so viel. Es ist ein Konzern, der unterwegs ist im Moment in lauter Geschäftsfeldern, die gerade schwierig sind, die auch fast alle in einem zyklischen Abschwung sind. Aber wie gesagt, es ist auch ein Konzern, der in diesen schwierigen Bereichen fast überall Weltmarktführer geworden ist, der enorm wettbewerbsstark ist, den man also auch nicht unterschätzen sollte. Die Aktie ist es bewertet mit einem KGV von ungefähr 11. Das ist für einen Technologiekonzern nicht viel. Und es ist ein finanzstarker Blue Chip. Und darum gehe ich davon aus, auch für die Samsung-Aktionäre werden auch bessere Zeiten wieder kommen. Und jetzt noch zu SMIC, Semiconductor Manufacturing International aus China. Wenn wir uns hier den Chart anschauen auf 5 Jahre, da kann man sagen, letztes Jahr zumindest, da lief es gar nicht so schlecht. Also für eine Technologieaktie zumindest, die dann auch noch aus China kommt. Wir haben eine stabile Seitwärtsbewegung gehabt. Vom Hoch ist sie natürlich schon stark gefallen, weil 2020, da gab es kurz mal so einen China-Halbleiter-Hype. Davon sind wir aber wieder weit entfernt. SMIC ist ein Konzern mit einer Bombenbilanz, 10,4 Milliarden Dollar Netto Cash bei einem Börsenwert von 25 Milliarden Dollar. Sie haben die letzten Jahre sehr gut verdient. Das ist der Cashflow von 2017 bis 2021 in Millionen Dollar. 2022 könnte auch noch mal drüber gelegen haben. Und trotzdem ist die Aktie nur bewertet mit einem KGV von 10 und auch unter Buchwert. Also wo ist der Pferdefuß? Es gibt leider einen, das sind die scharfen Sanktionen der USA gegen den chinesischen Halbleitersektor. Wir haben in unseren Reports darüber ja auch ausführlich drüber geschrieben und berichtet. Das können Sie auch alles jederzeit dann im Archiv nachlesen, ist auch alles gratis. Es geht um Halbleiterproduktionsgerät bei dem Ganzen, also zum Beispiel Lithografiemaschinen von ASML aus Holland. Und Schaltkreise werden ja auf die Chips heutzutage nicht mehr drauf gebaut, sondern die werden mit extrem ultraviolettem Licht drauf belichtet sozusagen, also reingebrannt in gewisser Weise. Und China wird mit diesen modernen Lithografiemaschinen von ASML aber nicht mehr beliefert. Das haben die USA durchgesetzt, weil China da ausgeschaltet werden soll in der Halbleitertechnologie. Ist natürlich extrem feindselig. Es ist eine absolute Existenzfrage für China, dass sie in Zukunft selber solche Technologie entwickeln können. Es wird da auch alle Hebel in Bewegung setzen. Die Frage ist nur, ob es das schafft und wenn ja, zu welchen Kosten.
Und gerade auch SMIC, die verdienen auch noch gutes Geld im Moment mit weniger leistungsstarken Chips. Das ist auch immer noch ein Milliardenmarkt. Aber wie sieht es da in 3, 4 Jahren aus? An Taiwan Semiconductor sieht man, das haben wir ja vorhin gesehen, dass die Chips mit 7 und 5 Nanometer doch jedes Jahr immer wichtiger werden. Und SMIC hat anscheinend sogar auch selber schon einen 7-Nanometer-Chip. Das ist erstaunlich, weil in den USA zum Beispiel, da hat es noch kein Hersteller. Aber die haben das noch nicht mal selber bestätigt. Also es sieht auch erstmal nicht so aus, als ob sie da demnächst in eine wirtschaftliche Serienproduktion gehen können. Und was auch interessant war, Shanghai Fudan Microelectronics, ein chinesischer Halbleiterausrüster, die haben letztes Jahr wohl die erste Maschine ausgeliefert, mit der man diese extreme ultraviolette Lithografie-Technologie irgendwie wohl umgehen kann. Und die Aktie ist dann natürlich hoch gehandelt worden. Sie liegt auf Jahressicht in Euro auf was 40% im Plus. Wie genau das alles geht, was die da gemacht haben, ich weiß es auch nicht genau. Also es sollen da wohl mehrere Schichten mit einer geringeren Leistungsdichte irgendwie übereinander gelegt werden können. Ich werde aber versuchen, dass ich mich da in den nächsten Wochen noch ein bisschen mehr reinarbeite. Wir sind schon an einem relativ interessanten Punkt gerade im Halbleitersektor. Das Problem natürlich, wie lange geht dieser Abschwung noch? Und den genauen Tiefpunkt, den wird man da als Anleger wahrscheinlich auch sowieso nicht erwischen. Wenn Sie sich da auf die Charttechnik verlassen wollen, dann könnten Sie natürlich sagen, wir haben jetzt in dem Sektor wieder eine gewisse Stabilisierung. Die Unterstützungen könnten aber natürlich trotzdem nochmal reißen, je nachdem, wie hart der Abschwung jetzt eben wird. Und wenn eben zum Beispiel Taiwan Semiconductor nicht damit recht hätte, dass sich der Markt im zweiten Halbjahr wieder erholt. Aber auf lange Sicht ist es eben trotzdem ein Wachstumssektor. Letztes Jahr war das Halbleitermarktvolumen weltweit bei 600 Milliarden Dollar und die meisten Experten rechnen damit, dass es sich die nächsten 10 Jahre mindestens verdoppelt. Und auch der ganze Handelskrieg mit China da, also was die USA da gerade so veranstalten und wo es fast ausschließlich auch um Halbleiter geht, das zeigt uns ja auch, was für eine immense Bedeutung der Sektor hat oder was für eine immense Bedeutung man dem beimisst. Und von den hier besprochenen Aktien, da finde ich im Moment Taiwan Semiconductor am interessantesten. Samsung ist auch eine gute Aktie mit gewissen Abstrichen im Moment. Und SMIC, die sind natürlich auch spannend, aber sie sind schon spekulativer und da muss man auch viel intensiver beobachten, denke ich, wie sich das alles entwickelt bei denen technologisch und was da die nächste Zeit passiert. Und wenn für Ihr Depot auch das Mooresche Gesetz gelten soll, dass Sie also sagen als Richtschnur, das Depot muss sich mindestens alle 2 Jahre verdoppeln, dann ist es vielleicht kein Fehler, auch ein paar Halbleiteraktien zu haben. Letztes Jahr hat man sein Depot damit zwar eher halbiert, aber ich glaube, erste Zukäufe kann man vielleicht jetzt wieder machen in dem Sektor. Und ich glaube auch, dass die guten Aktien aus dem Sektor, dass die nächsten Jahre schon wieder ihre alten Hochs wieder erreichen werden. Aber stopfen Sie Ihr Depot jetzt nicht komplett voll mit Halbleiteraktien. Es ist natürlich auch ein spekulativerer Sektor und es gibt ja auch noch andere schöne Sachen. Morgen, wie gesagt, von uns zum Beispiel den Gratis-Zukunftsmärkte-Report zum China-Textilsektor. Auch ein milliardenschwerer Markt, über den im Moment aber so gut wie keiner berichtet. Kostenlos erhältlich auf www.zukunfts-märkte.de. Also nicht vergessen, dass Sie sich den jetzt noch holen. Und ich drehe jetzt noch eine Runde mit dem Fahrrad, wenn ich es aufkriege, aber meine Fitnessdaten, die bekommen Sie hier nicht. Wenn Sie die sehen, dann rufen Sie sowieso nur den Notarzt. Besser, wir sehen uns ganz normal wieder am Donnerstag. Bis dahin Ihnen alles Gute und herzlichen Dank fürs Zuschauen.